Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute spielen wir miteinander das weltberühmte Lied An die Freude aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Die meisten von euch werden es kennen. Wir spielen dieses Lied auf zwei Arten. Nämlich einmal spielt die linke Hand lange Noten und beim zweiten spielt die linke Hand kurze Noten. Aber wartet, ich spiele es euch einmal vor. Und jetzt geht's los an die Tasten. Das Lied hat 8 Takte, die rechte Hand ist ziemlich einfach, sie hat Viertel und halbe Noten. Wir spielen 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Einmal zum Mitspielen, Takt 1 und 2. Und 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Ich spiele Takt 3 und 4. 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2. Und einmal zum Mitspielen. Und 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2. Wir spielen miteinander die ganze erste Zeile mit der rechten Hand. Und 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2. Ich spiele jetzt Takt 5 bis 8 mit der rechten Hand. Wir spielen miteinander die zweite Zeile, Takt 5 bis 8. Und 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Immer auf die 1 vom Takt klopfen wir das einmal folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und ihr klopft immer weiter auf die 1 im Takt. 1, 2, 3 und weiter klopfen. Wenn das klappt mit dem Klopfen, dann spielt die linke Hand. Ihr habt nur 2 Töne, das C und das G. Es fängt an im ersten Takt mit dem C. 1, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. C, 2, 3, 4. G, 2, 3. Und gleich die zweite Linie. C, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4, C, 2, 3, 4, G, C. Am Ende ist es eine halbe Note, G und eine halbe Note, C. Ich spiele jetzt die rechte Hand dazu, ihr spielt die linke. Und C. Begleitung. Es klingt etwas langweilig und langsam, wenn die linke Hand nur
ganze Noten spielt. Deshalb habe ich mir überlegt, statt einer ganzen Note spielt jetzt die linke Hand, muss man so in einem Takt, immer zwei halbe, sodass die linke Hand so geht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. G, 2, 3, 4. Los geht's, wir spielen das miteinander. So, schau in die Noten. Spiele für dich. C, C, G, G. Und so weiter. Ich spiele die rechte Hand mit. 1, 2, 3, 4. C, C, G, G, 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 C. Gut, wenn du das durchgehalten hast, dann kommt die linke Hand auf die Tasten und wir spielen. Ihr spielt nur die linke Hand. Und C, C, G, G, C, C, G, G, C, C, G, G, C, D, D und C. Na, das klingt doch schon besser. Du kannst auch in der linken Hand, statt die ganze Note im Ganzen oder in Halben zu spielen, überleg dir ein Muster. Du kannst dir auch spielen. C, C, C. Zum Beispiel. Du kannst auch in lauter Viertelnoten begleiten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das würde sich dann so anhören.